Hallo. Nicht mehr da. Ach, warst du das, der abgehauen ist? Ja, diesmal ich. Diesmal ich. Njop, njop. Njop, njop, Genau. Na, doch so das denn. Hat sich angehört für Chewbacca auf Crack. Das ist Chewbacca auf Crack. Der Hugi sagt, er liebt dich. Und ist auf Crack. Synchron-Golems. Kleiner Lederschild. Ja, super, das konnte ich jetzt dagegen machen. Voll verpackt. Lol. Bist du gestorben? Ja. Alter, ist ja richtig bitter. So mega. Aber ich konnte da nichts gegen machen. Ja, aber es war ein unerwarteter Tod. Ja, aber ganz ehrlich, was willst du machen gegen den Feuerregen da? Den kannst du nicht kontrollieren und kannst nicht vorhersehen, ne? Ja. Naja, muss ich auf Glück hoffen, dass ich jetzt meinen Seelen wieder kriege und dann Glück habe. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Ab. Schaffst du. Gold. So, ich glaube, ich eimer mal kurz los. Jo. Keine Sorge, ich bleib euch hier so erhalten. Ja, passt. Bis gleich. Jo. Ach du Scheiße. So, ich mute mich mal kurz, ne? Ja, mach das. Jupp, bis gleich, Jungs. Bis gleich. Nice. Jetzt geht's zu den letzten Bossen. Schon mal nochmal schön hart aufskillen, Lebensstände kaufen. Und dann gucken wir mal, wie viel ich raushebe. Ich drück die Daumen bei den Thronwächtern. Die können echt ekelhaft sein. Ja, ich finde, das ist einer der schlimmsten, die es einfach gibt auch. Ich brauche erstmal Lebensstein. Na, Chandra, wie ich so gesehen habe, die geht, kommt drauf an. Die ist total. Wenn die den Man muss halt nur aufpassen, dass man schnell genug ist und wieder zurückgeht, wenn es sein muss. Was hässlich ist, bei den Drohnenwächtern kann die einer sein Schwert mit Magie aufladen, oder? Mit Magie und der andere mit Donner. Das ist scheiße. Okay, hat ein geiles Schwert. Kriegt man jenes, wenn man Seele ab, wenn man seine Seele abgibt? Was? Sieht man was, wenn man welche Seele abgibt? Ich verstehe es nur aus dem Kontext gerade nicht heraus. Titanbrocken. Oh. Titanbrocken brauche ich jetzt aber. Das Schwert kannst du. Das Schwert, was ich habe, wenn die. Das kannst du bei Dings kaufen, bei. Also nicht kaufen, da wo. Ich habe seinen Namen vergessen. Genau. Ich habe echt seinen Namen vergessen, warte. Ah, fällt dir gleich klein, weil wir fragen gleich Silvano. Wenn du bei Gaflan bist, oben bei der Niemandswerft, wenn du es erstmal da triffst, dann kannst du da in der Metallkiste
Achso, Geist. Okay, er hat ein geiles Schwert. Kriegt man jedes. Das Riesenfürst, ja, kriegt man. Du kriegst das Riesenfürstschwert, wenn du seinen Gesell abgibst. Scheiße. Jetzt kommen die zwei Motherfucker. Nee, dauert Yes. noch. Ja, ich gehe jetzt kurz hier rüber und dann geht's los. Worum geht das eigentlich in Dark Souls? Sagen wir so, ich will das gar nicht wissen. Dark Souls 1 Story habe ich herausgefunden, seitdem möchte ich eigentlich Dark Souls 2 1 nicht mehr spielen. Das ist interessant, die Story, sagen wir mal so. Das lasst ihr aber von Silvan erklären, der ist da ein bisschen besser drin. Jo. Ach du Scheiße. Das war Pech. Sind noch 11 Stunden und 30 Minuten, nein. Oh, schaffst du? Ja, wenn man mal so bedenkt, ich habe jetzt 13 Stunden durch und ich fühle mich echt kaputt. Ja, was um eins geht es wieder um oder um zwei, wenn die anderen online kommen? Die werde ich wieder aufheitern. Ich hoffe es. Und wie viel kommt ein Pad online? Oh, das weiß ich nicht. Der ist voll spät, spät schlafen gegangen. Also ich denke so 3, 4 erst. Ich muss wirklich warten, bis dieser Große den Fokus auf den zwei Kleinen haben.
Okay, diesmal schaffen wir's. Ich krieg meinen Rekord nicht hin. Das wird sogar länger als mein Rekord. Ja, wird länger. Ja, scheiße. Wendy versucht dir gerade zu erklären, wie die Story von Dark Souls 1 ist. Also die Story, ja gut, die Story kann man echt leicht erklären, aber was dahinter steckt, das finde ich so extrem. Warum du das alles tust, weshalb, da gibt es ja einen Typen, der macht so eine, ja, die Reihe heißt Prepare to Cry. Die ist echt gut. Was es mit den ganzen Charakteren auf sich hat und so weiter, das ist echt richtig geil umgesetzt. Okay. Also falls es einen interessiert, können wir da gerne mal vorbeikommen. Lohnenswert. Ne, ich krieg meinen Rekord nicht hin. Ich bin schon drüber. Nur am Ende hat's echt gestockt. Davor war es perfekt und nur am Ende hat's echt kaputt alles gemacht. Ja, aber es wäre echt krass, wenn du mit Schlafmangel deinen Rekord übertriffst. Ja gut, das wäre echt heftig. So, jetzt geht's nochmal nach einer Chandra mit zwei NPCs. Hast du es geschafft? Nicht, ich bin gerade dabei. Oh, Scheiße.